Chat, achtet mal auf die Kleidung. Wir haben gerade gesehen, die Farben. Die Farben, die Dennis rockt, sind schwarz, weiß und gelb. Und jetzt kommen Konstis Farben und es sind schwarz, weiß und gelb. Und lila. Und deine Theorie geht nicht so ganz auf. Ich habe blaue Schuhe. Ich habe kein lila gesehen. Lila. Ich habe kein lila gesehen. Also. Anni? Dein Telefon klingelt bei dir. Tabletten nehmen. Mach einfach aus, ja? Okay. Achso, ich muss auch noch meine Tabletten nehmen. Oder? Nein. Doch, okay. Doch, wir müssen. Ja, wir müssen. Ist da? Ja, okay. Es ist diese Welt. Konstis Haare sehen wild aus. Das startet schon direkt los, Battlefield. Battlefield ist besser für Dings, weil er Plattform hat, ne? Und der ist halt generell kleiner. Ja. Das heißt, dass Peach schneller stirbt. Ja. Oh, das war unfortunate. Was geht, Cyril? Oh, die W. Heide ist auch ein Commentary, ja. Hello, Cyril. Hallo, Michael. Schön, dich zu sehen. Bist du jetzt gerade erst weiterzukommen oder warst du Teil der Genüsges, die geradet haben? In jedem Fall schön, dass du da bist. Wir sehen hier gerade den Klassiker Dennis gegen Konsti. Also Kunati Boy gegen Jenny Prenzelberg, der junge Ulrich gegen irgendeinen Tag von Konsti, den er noch so hat. NRW-Mann natürlich. Ist jetzt erst reingekommen. Es steht noch 0-0 zwischen den beiden. Aber Dennis liegt mit 2 Stocks hinten. How you played 3 over, sir? Hmm? How it was 3 over. Yeah. Then it. Yeah. Anni ist gerade hinten. Das war der erste Stroke Record Steam. Die spielt heute nicht mit mir mit. Oh, das war ein Stitch. Die Bösen. Oh! Und der zweite hat einen Stock bedeutet. Das wäre fies. Das muss besonders wehtun, wenn es die eigene mal war. Ja, vor allem, wenn man nur die fängt. Ah, jetzt ist aufgelaufen. Man merkt, dass Konsti wieder viel grindet. Dann musst du gleich gegen Geld, Mann. Oh, da war er. Und da ist das 1-0. Ne, ich bin generell mal für Dennis, weil. Also mal. Mal. Mal für Dennis. Ich bin ein bisschen für Dennis, weil das M doof ist, aber beides tolle Menschen. Ja. Das stimmt natürlich, Michael, aber wir sind auch alle ein bisschen für Dennis, weil Underdog in diesem Matchup. Ja, ich guck mal, wie das Heading ist. Das hört zusammen. Das ist all time. Das war ein Fortschnitt SD an der Stelle. War das denn ein Stompy von Konsti? Ich habe in dieses Bracket Jojo Monster 777 überwunden mit einem 3-0. Nein, da gibt es nicht Jojo Monster 777 mehr. Tja, ach so, dann hast du es nicht. Dann habe ich verloren. Ja. 3-0? Ja. Dann musst du Magic Animal. Magic Animal. Bist du Magic Animal? Oh, das war schön. Einfach, da hat Konsti ein bisschen viel gewollt an der Stelle. Als Teamname ist das schon lustig. Magic Animal Rights. Oh mein Gott, da ist Michael. Achso, Magic Animal Rights wäre schon nice. Das wäre dann Unicorn Rights. Ja. Oder Magic Jung und Ulrich. Und Dragon Rights. Was? Magic Jung Ulrich. Magic eigentlich alles mit Magic. Magic the Gathering ist meine Lieblingsteam. Das ist unfassbar. Magic Alert.
Ja. Das war sehr Köder. Lazy, der das nicht. Oh, dieser Spike. Wir sind jetzt auch beide mit den Prozenten sehr weit oben. Ja, das habe ich auch gesagt, Michael. Das war faul. Ja, so ist besser, so ist weniger faul. Ich bin müde, Heide. Achso. Sag einfach nie nein. Ja. 2,30 € hat mich das gekostet. Siehst du mal, ich hab 50. Wenn du machst. Und hier so ein O mit einem Ring. Ja, da bin ich nur 2 davon. Hey! 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 Oh! Fast. Aber zu faul. Hast du irgendwie noch. Ja, aber weißt du was, wenn ich dann. Dann gebe ich dir einen Drink oder? Aus nächstes ja, Mal, wenn wir in der Bar sind. Ja, wann gehen wir das nächste Mal in der Bar? Bald. Schade. Ich glaube, da hast du es 2-0. Ich glaube, weit weg kann es nicht mehr sein, unser Bar. Das finde ich gut. Mag ich zu bezweifeln, Kohi. Ich glaube, das ist einfach nur ein T-Shirt mit irgendeinem Anime-Zeichen. Nee, ich glaube, er meint den Hintergrund von Dings, oder? Nee. Ich glaube, von der Cam. Ach so, nein, um Gottes Willen. Ach, in der Stage sagt er. Oh mein Gott. Halt, ja, du hast recht. Ja, doch, das kann sein da. Danke. Diese grünen Linien? Nee. Na, irgendwo wird vielleicht so, ein Schmein sein, wenn die sich mal überschneiden. So. Aber es ist halt dieses wackige Artstyle von Melee. Oh. Melee hat generell so ein komisches Artstyle, wie das andere Flash geht. Ja. So ein bisschen tech-mäßig. Hey. Abgespaced. Hey. 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 10 Hits kommt. Hey. Und es zählt Pummels mit in der Kombo. Ja. Alles, was Schaden macht. Wunderschön war das. Also wenn ich 10 Drills, Drill-Hits treffe. Ja. Da steht ja Hits nicht. Kombo. Also es ist sowieso in so anderen Spielen so, ja, versucht so. Hey! 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 Das war herrlich. Ich glaube, das kann man auch anders machen. Aber so ist gut. Schwer zu checken. Can I report the match? No. No. You must pay for it. I guess I'm going home then. You must pay for it. You have to play low frequency. You must play against LaFruzzi, you can go on. Do you know LaFruzzi? Yeah. No? No. He's a shitty box player. Maybe you'll find him. Just shout really loud. LaFruzzi! He's just frozen light. He's just frozen light. Oh. Yeah, we can play right here. Bitte gleich on trip. Ja. Bitte gleich on trip. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, mal. Shanli Lightning Kicks Counter. Combo Counter goes brrr. Das Geilste ist noch, wenn Icy das macht. Dann einfach kann man so richtig hoch den Combo-Meter machen.
Kommt dann auch irgendwann so Marvelous und so? Das kann ich noch hinzufügen. Ich habe auch überlegt, mal 69 auf Golden zu machen. Auch schön. Hast du schon eine Idee, warum das manchmal resinkt mit dem Stockcount? Kann irgendwie alte Framework oder sowas sein. Der hat ja auch so Feuer. Oder als Sound macht, wenn man Liegestütze machen muss. Oh, you fucked up. GG's. That was close. But unfortunate. Naja, waren 3-0, ne?